Ja, hey, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F im Galia-Schacht, im finalen Dungeon. Oh ja. Ja, in der letzten Folge sind wir hier erstmal reingegangen, haben merkwürdige Versionen von Lambda gesehen, als er noch ein Kind war. Und haben gegen einen Boss gekämpft, der sich Abyssion nennt. Was definitiv eine Anspielung an Tales of the Abyss war, aber ich möchte ja nur sagen. Jedenfalls gucken wir mal weiter, was noch hier so ist. Ein heiliger Trank, super. Jetzt, ob ich den jetzt einsetzen würde. Schwierigkeitsgrad ist immer noch auf böse. Wahrscheinlich werden wir im letzten Kampf auf Chaos mal versuchen. Aber mal gucken. Mal gucken, wie stark die Gegner werden. Wow, das war ein komischer Satz. Stark die Gegner werden. So. Na, egal. Solange nicht diese fetten Dinger dabei sind, müssen wir ja eigentlich, oh Gott, nicht so schnell kaputt gehen. Was? Habe ich nichts auf? Okay, wollte schon sagen. Hab ich nichts auf den rechten Analogstick hier gesetzt oder was? Ah, helf mir doch mal mit den Viecher hier. Ich muss gegen zwei Viecher auf einmal kämpfen. Ja. Ah. Oh gut. Mein Gott, Espels Attacken ziehen voll viel ab. Schön. X-Lemon, cool. So, da ist eine rote Schatztruhe. Das heißt, da muss irgendwas drin sein. Gegen dich möchte ich nicht kämpfen, danke. Gut, er rennt weg. Buch der Stärke. Das Zauberbuch halbiert den erlittenen Schaden. Verbrochen Kampf rasch 11. Oh Gott. Oh. Ja, das heißt, den werde ich nie einsetzen. Dieses Buch. Jedenfalls nicht hier. Dann ist mein Elf schneller, als ich gucken kann. Und Spalt 3. Warum hast du mich nicht getroffen? Egal. Ist mir egal, ich töte dich trotzdem. Und ich hoffe, er bleibt bei diesen Angriffen gemeistert, damit er nicht die ganze Zeit spammen muss. Aber der Angriff zieht auch viel ab. Hallo, warum soll ich nicht auf ihn auflassen? Ja. Ja, und jetzt setzt noch sein Dings ein. Schön! Na, verdammt, Herr Rein. Sophie, you're doing it wrong. Okay. Nee, da, von da kam ich. Jetzt ein Speicherpunkt, ja. Verwirrt mich nicht so. Oh, da sehe ich wieder was Schönes. Okay, da oben Speicherpunkt ist, nehme ich mal an, wir gehen erstmal hier lang. Kann ich am Ende des Parts speichern gehen. So, rot. Ja, rot. Das ist rot. Ich doof. Hat nicht mal mit Rot angefangen. Wenn ich mich nicht irre. Also Malik müsste auch alle Fleuchten schnell meistern, dann sieht man auch irgendwann einen anderen Angriff von ihm. Aber egal. Oh, dich. Pascal und Malik tun irgendwie voll schnell die Angriffe lernen, ist mir aufgefallen. Wir sind ungefähr 200 Mal oder so einsetzen, wenn Sophie und Espel irgendwie 800 Mal einige Angriffe einsetzen müssen. Ich weiß übrigens nicht, welche Titel jetzt hier hochleveln. Ja, toll. So, wie war das jetzt? Rot. Gelb. Blau. Rot, gelb, blau, rot, Sanduhr, gelb, blau, rot, oh Gott, Rhythmuskern, okay, gelb, blau, blau, gelb, blau. I'm trembling.
Kann man gar nicht flüchten, oder? Aha. Oha. Oh, gegen die bringt dann gar nichts. Ja, ja, bitte wiederbeleben. Ich weiß, du hast nicht so viel Bock in letzter Zeit darauf, aber mach es mal bitte. Ui. Und zack. Oh Gott. Das sieht aus, als würde er sich in die Luft springen wollen irgendwie. Bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Nee, doch nicht. Sah irgendwie so kryptisch aus. Ich weiß noch nicht mal, was das Wort bedeutet, ey. Blablabla. Sollte ich Worte in den Mund nehmen, die ich nicht kenne. Quatsch. So, Käse. Absorption. Was? Achso, ja. Ich weiß nicht, ob da unten noch was war, aber ich habe mal Rhythmus kennen, das Out. So, rot. Gelb, blau. Rot. Gelb, blau. Rot. Da kann ich gar nicht lang. Also nach rechts. Rot, gelb, blau, gelb. Ja, den kann ich gar nicht lang gehen. Also rot. Ist da oben noch was? Gelb, blau, rot. Gelb, blau. Ah, okay, da ist eine Truhe. Rot, genau in dem rein. Nein, gegen die habe ich keinen Bock. Sind mir zu stark. Hält voll viel aus. Voll die Bonzen, die Typen. Elf-Trank C, ja super. Hat sich ja gelohnt. Ich wollte schon sagen, wenn ich jetzt trotzdem kämpfen muss. Rot, gelb, blau. Ja, rot, gelb, blau, okay, gelb, blau, rot, das wird keinen Sinn machen, rot, gelb, blau, ja, jetzt sehe ich natürlich nicht, da kann ich nicht, okay, rot, gelb, das wird keinen Sinn machen. Einmal rot, gelb, blau. Rot, gelb, blau. Cool. Roter Lavendel. Rot. Ja, komm. Rot. Da war auch gar nichts. Gut. Ist auch noch was. Oh, geil. Hier brauche ich. Rot. Gelb, blau, rot. Okay, warte mal. Rot. Da oben sieht das aus, als könnte ich weitergehen. Aber gehen wir erstmal rot, gelb. Ah, nein! Oh, nein! Oh, ich muss gar nicht mehr kämpfen, wenn ich... Okay. So, jetzt nochmal rot, gelb, blau. Rot, gelb, blau. Rot. Blau! Rot! Oh, what? Gelb, wo bin ich nochmal losgegangen? Gelb, blau, genau. Rot, gelb, blau, nein, abgelehnt. So, wo bin ich jetzt? Blau, rot. Rot, gelb, blau, rot, gelb. Jawohl. Und roter Rosmarin. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Okay, darf ich noch mal von oben gucken, was da noch alles ist? Ist das auch so ein Teleporter? Nee, ne? Nee, da oben kann man ja, glaube ich, nicht hin. Egal. Wir gehen weiter. Wutsch. Ja, das war's dann mit dem Speichern auf der anderen Seite, ne? Ist noch so ein Ding. Bin ich nicht schon ein bisschen anders gegangen jetzt?
Stop this at once, Emerald! You can't just throw him away! The board's decision has already been made, Cornell. But why? Why would you do this after all the progress we've made? You and I know very well the current crisis that is affecting our world. The creatures we injected with Lambda cells have turned into violent monsters, and now they threaten our very lives. And we now know for certain that the cause is Lambda himself. Lambda has the unique ability to mentally control any creature that has been injected with his cells. And for this reason, the board has determined that he is far too dangerous to be left alive. This is your fault! You're the one who forced him to undergo all of those horribly cruel experiments in the first place! Who wouldn't lash out like that if they were treated in such an awful manner? Who in their right mind wouldn't fight back? Nevertheless, he remains a threat to us all so long as he is permitted to exist. It's too late. The board has ordered us to dispose of him immediately. Enough! You've gone too far this time! I'll see that you hang for this, Emerald. Mark my words! No, Cornell. I'm afraid it is you who will hang. The board has ordered you to be placed in detention. You ignored the direct orders of your superiors, and raised Lambda as you saw fit. You were trying to make him into a new Lastalia now, weren't you? No, I was just... What a shame. This research is a threat to all of Fodra. Your ideas are fanatical and your methods reckless. Even the thought that you might use Lambda as our new Lastalia is utterly terrifying. Do you have any idea at all why I put so much effort into raising him as a human being? It's because I... Take him away, now! No, stop! Emerald! Emerald! Don't destroy him, please! Emerald! Cornell was insane to treat this thing like a human. Lambda is a scientific curiosity. A bit of data, sloshing around a tube, nothing more. Wouldn't you agree with me, Lambda? Now then, go to sleep. Was ne Bitch. Fetzen der Vergangenheit, Teil 1. Wait a minute. So Lambda was innocent? Emerald told us that Lambda was responsible for Fodra's destruction. But now... Asbel, now's not the time to begin contemplating the past. All we know for sure is that he was the subject of multiple scientific experiments. And that those experiments were the source of the ensuing chaos. But it also seems like it wasn't his fault. At least, not as much as we originally thought. Maybe the scientists just blamed it all on him because they needed a scapegoat or whatever. What do you guys think? Whatever the case may be, there's no point in wild speculation. We should focus on reaching Lambda as soon as possible. You're right. Lambda had a hard life. Just like me, I suppose. But I had friends to help me when things were at their worst. I had the support I needed to get through it. What about him? Okay.
Oh, ich muss jetzt noch mal kurz zurückgehen. War da ein Speicher? Da war doch ein Speicherpunkt, ne? Also gehen wir noch mal zurück. Okay, Lemna hat ein schweres Leben, das haben wir gesehen. Aber er will die Welt vernichten. Was machen wir jetzt? Ja, dann muss er hier optional sein eigentlich, ne? Dann komm mal her, komm du mal, ja, überglücklich. Da war vorhin noch nichts, oder? So even Lambda smiles. When I was a kid, everyone was always all, oh, there goes that smiling Pascal again. Not me. When I lived in Strata, I was known as the child who never smiled. You don't smile now either. I suppose I can't really deny that. But nonetheless, I was still shocked to see Lambda smile. I didn't think he was capable of it. What may have prompted him? Maybe he just felt like it. That's not an answer. How should I know? It's just, when I see someone smile, I feel good. So maybe it was something like that. Does that mean you'd like to see me smile? No. Not really. I had a feeling you'd say that. Die Kombination mit Hubert, sie sind so merkwürdig und so, ja, wie nennt man das? Awkward. Mir fällt jetzt das deutsche Wort nicht ein, mein Gott. Ja, ungemütlich, sage ich jetzt mal. So, egal. Hier ist ein neues Fähig. Destinion. Anspielung an Tales of Destiny. Legendäres Wassermonster, eines Schicksalssage, das die Faust einer Gottheit bewacht. Oh Gott. Oh, what the fuck? Ja, super, gut gemacht, erstmal. Du, ja, du bist Anwalt gegen Arzt. Sag das doch gleich. Ja, ich würde lieber Espel steuern, der hält irgendwie mehr aus, wollte ich sagen. Aber anscheinend nicht so. Jetzt will man sagen, warum du so wenig aushältst, das ist doch gruselig. What the? Warum zum Teufel ist er nach einem Schlag weg? Oder Art. Ich vergaß. Ich habe ihn ein Auge eingesetzt. So. Stampede Strike! Und 25.000 weg, gut. Ganz schön auf ihn draufhämmern. Wie sonst irgendwas. Wenn ich SK hab. Aber ich bekomme nur 200 Schaden, wenn ich Dingens hier abwehre. Genau. Ich bekomme 4000, wenn ich normal getroffen werde. Was ist das eigentlich für eine Logik? Oh Gott. Egal. Schön abwehren und dann angreifen. Ja, das sind die Regeln von diesem Spiel. Gut, dass ich sie jetzt einhalte. Oh Gott, das war knapp. Oh Gott. Okay, meine Angriffe bringen irgendwie nichts mehr. Na komm schon. Ich sage zu Ende, dass wir in jedem Part einen von diesen Viechern erst kaputt kriegen. Aber später lohnt sich auch der Kampf gegen diese Viecher. Weil man zieht da gar nichts ab. 8000, was? Warum so viel? Was? So? Definitiv nochmal zurück. Oh geil. Wenn ich hier raus bin, wenn ich vorm Boss bin, vom letzten Boss. Ja, voll unvorbereitet hier. Oh mein. Hauptsache die 3-4 AP, die wir verloren haben, wiederbeleben, ne? Und ich erst wiederbeleben. Ja, unsere AP wiederbleiben, genau. Oh Gott, Hilfe. Ey, der macht uns mit einem Schlag fertig. Hilfe. Nexa. Ich bekomme viel FP, also bitte nicht sterben. So, den angefallen. Genau, Shaya, stell dich genau dahin.
Du wirst nie getroffen von da. Alter! Der greift einmal an, aber es sind 3-4 Angriffe. Nämlich, nein, nicht mehr, Alec. Nein, nicht Sophie, mein Gott. Gibt's doch einfach nicht. Okay, was zum... Das gibt's doch nicht. Wie kann der denn so viel abziehen? So. Oh, gut. All Waffenfäuste. Mann, die haben's in sich. So, all Waffenfäuste. Zeig mal. Auf neuesten fodranischen Technologie basierende Panzerhandschuhe für Humanoide. Und die sind stark. Oh ja. Nehmen wir die. So, dann zurück zum richtigen Weg. Und ich speichere jetzt mal hier. Damit uns das ja nicht alles verloren geht. So. Geh weg. Geh weg. Oh, dann stirb eben. Oh mein Gott, was? Ein Viertel nur abgezogen, nee. Ah, mich hier weg, hier, Mann. Ich will das nicht. Kann ich vielleicht den Part wieder beenden, ne? Ah, mein Gott, das war gut. Das war schlecht. Aua. Was? Wie ist denn der jetzt gestorben? Egal. Er ist gestorben und das ist das, was zählt. So, dann wieder, hier bin ich falsch. Zum richtigen Weg. Oder warte ich richtig? Kam ich nicht von hier? Ich wollte schon sagen. Ich brauche eine Karte für solche Spiele. Ich brauche immer eine Karte für irgendein Spiel. Auch bei Jump'n'Runs. Egal. So, da hinten können wir mal Dinge untersuchen. Die Truhe können wir auch mal öffnen, genau. Meistertunikum benutze ich nie. So, was haben wir da? Entdeckung der Riesenbohrer. Ein Stück Geschichte. This must be one of the drills they use to dig the Guardia shaft. It's huge. To think that this place was built here so long ago. I can barely imagine it. But this is real, even if it feels like a dream. Regardless, this is our world, and we will figure out how to exist in it. True. After all, people found ways to survive in the harsh environments of Fendel and Strata. Yeah, and because they stuck it out, this world survived and became a home to everyone. You don't often consider it, but in a way, the work of those people serves to protect our lifestyles. Even now. You're right. Why didn't I see it that way before? They probably couldn't think of anything else but their own survival. But by working hard to secure their own future, it helped pave ours. It gives me hope that what we do now will eventually help those who come after us. I think so too, Asbel. Jo. Okay. Ja, für die Zukunft, ne? Tales of Crisis F. Das F steht für Future. Aber was hat das zu bedeuten? Das werden wir nie erfahren. So, hier ist ein Speicherpunkt. Emeralds, Federn, kann ich ja hier einen Schnitt machen. Emerald in those visions seemed a lot different from the Emerald we knew. Irgendwie nicht. The Emerald that we all met was probably a humanoid. You think so? What? Yes, she must have transferred her psyche. That's how she survived the deep sleep. She went to such great lengths to protect Fodra. Contrary to what we originally believed, she must have been a very committed person. I think so. But even if her intentions were good, she was still wrong in the end, wasn't she? Oh. I'm sorry, Sophie, you're right. But hey, don't worry, okay? Even if we could understand Emerald's intentions, we'll never agree to her methods. We'll protect the things we love without hurting anyone, right? Außer Emerald.
Oh Gott. Ja, dann weiß ich nicht. Wie sieht's so? Ja, geht schon. Fanatische Schatzjägerin. Was? Okay. Warum kam das jetzt auf einmal? Ja. Keine Ahnung, haben wir jetzt aufgeploppt, ist aber egal. Ich würde dann sagen, ist ja noch irgendwann blöd. Wir machen dann hier einen Schnitt. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces, wo wir immer noch im Guardia-Schacht rumeiern werden. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.